Herzlich willkommen, euren Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Gestern und vorgestern musste ich die Parts leider löschen, weil da war die Mikroqualität einfach unterirdisch. Habe ich ein bisschen zu spät gemerkt, ne? Deswegen, was wir gestern gemacht haben, kann ich euch dann morgen noch, kann ich euch jetzt nochmal zeigen. Gestern war Rainer da, davor auch, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Wir gehen jetzt mal zum Briefkasten. Schau mal, was wir haben. Reiner Schatzkutter, nice. Denn wir haben nämlich gestern oder vorgestern oh Gott, ich habe so viele Sachen hier im Inventar, Leute. Auspacken. Eine Geheimnisbüste bekommen. Die geben wir auch gleich ab. Genau, als erstes Abstimmung, Leute. Ich mache oben rechts eine Abstimmung. Muss ich aber erstmal hinlaufen. Und zwar geht es wegen den Zäunen hier. Nehmen wir die Hecke oder nehmen wir diese Holzdinger? Weil die sind eigentlich auch ganz cool. Oder die Hecken, Leute. Ne? Oder die Steinmauern, die würden auch noch passen. Sonst habe ich hier schon mal 1, 2, 3 Häuser insgesamt. Den Weg, den kann ich hier auch noch machen. Den mache ich aber erst. Ja, den mache ich dann später mal irgendwann. Oh, ich finde das immer noch so cool mit diesen. Dings hier, Brachiosaurus. Richtig cool. Richtig cool. So, Koalas Geburtstag hatte ich leider verpasst. Ich weiß nicht, wann ich das gesagt hatte. Oh, da oben ist eine Fundsache. Mal gucken, wem die gehört. Obwohl, vielleicht lieber nicht. Weil sonst müsste ich die dann auch wirklich abgeben. Oh, hier haben wir eine Flaschenpost. Lass mal reingucken. Oh, wir haben sogar zwei noch von gestern. Einmal eine Ukulele. Ach, cool. Ach, die habe ich schon. Okay. Dann nicht so cool. Was haben wir von Fatima? Strohmantel. Den haben wir auch schon. Ach man. Okay, dann gehen wir eben zu Herr Eugen. Eugen habe ich noch nicht umziehen lassen, weil ich ja da noch nicht fertig war. Das könnten wir eigentlich... Machen wir das heute? Eigentlich wollte ich den Fluss heute schon mal machen. Zumindest ein Teil. Ja. Ach, offscreen, also gestern und so, habe ich hier rechts alles gemacht. Rechts könnt ihr es auch sehen. Da, alles. Da war ja vorher gar nichts hoch, ja. Da ist jetzt schon mal ein bisschen mehr hoch. Da konnte ich irgendwann nicht mehr weitermachen, weil da die Brücke noch im Weg war. Die habe ich aber dann entfernen lassen, ja. So, hier können wir noch hoch. Aber wir können heute, glaube ich, den Eingang vom Museum machen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das machen wir heute, ja. Wo ist meine Bettdecke? Da ist sie. Erstmal wieder zudecken. So. Huch, ein Huchen. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen. Ach ja, ich probiere ein bisschen was aus mit OBS. Ja, mal gucken, ob es klappt. Ich habe nämlich die Bitrate endlich mal höher gestellt. Auf 7000. Ich habe keine Ahnung. Vorher war die auf 2500 und ich hoffe, es ist leckfrei. Weil sonst könnte ich die sogar noch höher stellen. Weil ich habe mich immer gewundert, hä, wieso sind die Videos immer so 3 MB groß oder so. Okay. Ich will etwas stiften. Wir stiften das hier. Oh, den Rest können wir verkaufen. Das ist natürlich sehr schön. Huch. Wenn das nicht ein Geheimnisbüste ist, vollwertig und authentisch, dass ich das neu erleben darf. Ein Tag wie der andere. Und zack, hallo Geheimnisbüste. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratoren-Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Ihre Spende. Huh, bitte schauen Sie später wieder vorbei. Okay, dann schauen wir uns die mal eben an. Dann gehen wir gleich verkaufen bei Nook. Ich habe heute Morgen auch schon ein bisschen was gemacht. Habe schon mal das nächste Haus umplatziert. Von Frank diesmal. Und ich hoffe, irgendwann zieht mal jemand aus. Ich hoffe es wirklich. Die nerven mich nämlich ja alle. Also fast alle. Ich glaube, ich habe nur 3 Bewohner, die ich hier mag, oder? Guck mal auf meine Liste. Mishka, Misusu und Edde. Ja, Rest kann weg. Ah, hier ist es schon. Geheimnisbüste. Büste der Nofretete. Ah, ich dachte, das war... Kleopatra hatte so... Topschnitt. Eine Büste der Nofretete, deren Namen übersetzt so viel bedeutet wie die Schöne ist gekommen.
Königin Nofretete zählte damals zu den drei schönsten Frauen des alten Ägyptens. Es ist bis heute unklar, ob ihr linkes Auge abhanden kam oder der Künstler seine Arbeit nie beendete. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke, Eugen, für diese schöne Tafel. Ja. Ach, ich habe eine neue Serie, Leute. Ich schaue aktuell Camelot. Ich bin ein riesiger Merlin-Fan und generell mittelalterliche Serien. Und ja, Camelot habe ich jetzt angefangen. Kommt nicht wirklich ran an Merlin zum Beispiel. Hat ja auch ein bisschen, ja, ähnlicher Werdegang. Ja, genau, das mache ich aktuell. Ach ja, Star Wars Resistance habe ich endlich durch. War halt ganz nett, Vor allem für Kinder ist das, glaube ich, echt nett, ja. Wie gesagt, so eine Serie für Quidditch fände ich richtig cool. So wie Captain Tsubasa oder sowas. Nur in Quidditch-Format, das wäre richtig geil. Was wollte ich nochmal machen? Achso, wir gehen mal eben hier shoppen. Ach, hier brauchen wir eh keinen Platz im Inventar. Wir wollten zu Nipp und Schlepp. Oh Gott, ein Herz in Kleid. What? Oh, die Hose ist cool. Die Hose ist cool da, rechts. Die hole ich mir. Lass mal reingucken. Herz in Schürz. Oh Gott, ey. Klinik-Ticket. Oh, Kittel. Da ist die. Die will ich haben. Die erinnert mich total an Splatoon. Aber ist ein Comic. Okay. Oh, so ein Filzhut wäre auch ganz schön cool. Vielleicht in. Oh, Lichtkranz gibt's. Oh, cool. Endlich mal was richtig Cooles. Oh, die Brillen sehen auch ganz schön cool aus. Dann holen wir uns noch ein paar Socken. Und Schuhe sind wie immer gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ja. Nein, nicht tragen. Nicht tragen. Ah ja, die Haare sind eine Perücke. Nicht wundern, nicht wundern. Die gibt's nicht zum Auswählen bei den Frisuren. Dann dich möchte ich haben. Das ist cool. Oh ne, ich will meine Brille aufbehalten. Die sieht echt cool aus. Oh, rote. Wir könnten die roten kaufen. Ja. Super. Oh, cool. Jetzt sind wir ein Engel, Leute. Ein Engel. Tschüss, Tina und Sina. Ja, ja, bis gleich. Bis morgen. Bis gleich, ne? Ich komme nur einmal am Tag bei euch vorbei, Jungs. Okay. Hier geht's mir mal schnell. Oder habe ich das schon gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier unten schon was los. Hallo, gut siehst du heute aus, Träum. Bei so einem gesegneten Wetter spazieren zu gehen, fühlt sich einfach großartig an, Träum. Okay, wir haben hier, oh, das wollte ich gar nicht, ich wollte den Profi-Casher. Und zack. Super. Sehr schön. Was war das denn, Mauser? Du ruinierst meine Frisur und den Rest von mir auch. Ja, ich mach weiter. Ha! Ha 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 ha. Kennt das eigentlich schon jemand Cybermobbing? Dass man den einfach die ganze Zeit nur schlägt und hofft, dass sie ausziehen? Rausekeln, Leute. Rausekeln. Okay, ich hab grad Nipps Laden gesehen. Oh, wer bist. Ach, du bist Edde. Mit dir kann ich reden. Ah, du bist Gronkh. Was mache ich als nächstes? Je länger ich nachgrüble, desto weniger am Tag. Oh, ich habe, glaube ich, ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Oh, hast du etwas für mich? Bestimmt habe ich was für dich. Eine Nintendo Switch wäre cool. Er hat ja so eine Art Obdachlosenwohnung. Da würde, glaube ich, ganz gut. So ein Dinner-Neon-Schild passen. Ach, du dicke Schwein, ein Dinner-Neon-Schild.
Sauber, hab mir gerade selbst überlegt, mir sowas anzuschaffen. Damit werde ich bei Gelegenheit meine Bude etwas hübscher gestalten. Ich kann das nicht einfach so annehmen. Oh, so gebe ich dir 1267 Sterne, ist alles klar. Dankeschön. Cool, dankeschön, Elle. Das war aber eigentlich ein Geschenk, ne? Und Geschenke verschenkt man nicht. Also, kauft man nicht, so gesehen. Nee, heute ist Samstag, ne, nicht Sonntag. Obwohl, ich brauche eh keine Rüben, Leute. Obwohl, ich hatte jetzt am Donnerstag einen Rübenpreis von 618, Leute. Und da habe ich mich doch ein bisschen geärgert, dass ich keine Rüben habe. Okay, Mammut kann weg. Stegosaurus auch. Und Kürzalatos auch. Die auch. Zahnrad. Oh ne, warte. Die wollte ich behalten. Stromante kann weg. UQL kann weg. Megaserapots betrennen. Alter, was haben wir hier alles? Oh, Stegosaurus behalte ich. Denn die möchte ich halt noch behalten, wenn wir noch einen brauchen. Abgemacht. Super. Cool. Dann bringen wir jetzt die Sachen nach Hause. Lagern die eben ein. Wo steht denn unser Haus hier unten, ne? Ach ne, hier rechts. Sehr gut. Sehr gut. Ich werde dann auch irgendwann später mein Haus nochmal anpassen. Und irgendwie ein bisschen farbenfroher machen. So, irgendwie was so zu Feen passt. So, das weg. Alles weg. Mann, man bräuchte so eine Taste, wo man irgendwie alles markieren kann und das dann alles wegschicken kann. Oder Reihen wegmarkieren kann. Das wäre cool. Das wäre cool. Aber nein. Nein, nein, du faules Ei. So, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Jetzt gehen wir mal gucken. So. Die Brücke kommt auch noch weg. Früher oder später. Achso, ich bin schon zu weit gelaufen. Okay, hier haben wir jetzt das. Das heißt, hier kommt ein Aufgang hin. Die Frage, die ich mir jetzt überlegt habe, wenn wir hier den Aufgang hinmachen, mal eben da oben noch das Fossil. Wenn wir hier den Aufgang hin machen, kann man dann daneben noch so einen Dinosaurier platzieren? Das wäre schon irgendwie doch cool, oder? Wir können das ja mal auf der anderen Seite testen. Dafür machen wir aber erstmal den Boden, glaube ich, jetzt hier weg. Also den Wasserfall und so. Oh, falsch. Och Mann, ich drücke immer den falschen Knopf, Leute. Da. Inseldesigner. Bauarbeiten beginnen. Tada. Okay, erstmal das Wasser weg. So. Man ist nicht immer falsch. Aber irgendwie singt er das nicht mehr. Okay, keine Ahnung. Selbst jetzt hat er es wieder nicht gesungen. Okay, dann lassen wir es halt. Mann, 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 Mann. Außerdem war die Xbox, PK Direct, ich würde es als Direct betiteln, wurden, glaube ich, insgesamt circa 10 Spiele gezeigt. Die hatten ganz großes Gameplay von Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, angekündigt. Hat man nicht wirklich bekommen, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dafür waren da schon echt gute Spiele dabei, aber mehr so horrorlastig tatsächlich. Das gefiel mir jetzt persönlich nicht ganz so gut. Warte. Du musst ja eins nach hier hin. So. Das heißt, ich mach das hier weg und mache hier auch nochmal den Weg hin. Da haben wir es doch. Ah ne, war falsch. Da müssen wir hin.
Wir brauchen das nach oben. Das hier. So. Sehr gut. Dann ist das nämlich auch gleich schon fertig. Ist noch nicht so weit, ne? Nee. Okay. Dann. Dich einmal. Dann kommt hier dieses nach links hin. Nach links geöffnet. So. Das machen wir weg. Weg, 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 weg. Damit. Weg mit dem Dreck. Ich müsste eigentlich hier wieder einen Weg drunter machen, ne? Aber ich habe da darauf eigentlich überhaupt keine Lust. Das ist so eine mega nervige Arbeit, Leute. Das ist wirklich echt nervig. Na gut, dann machen wir es erstmal. Nehmen wir das jetzt hier. So. Bitteschön. Guck mal eben. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4. Okay, ich mache das Wasser mal eben weg. Oh, wir haben oben schon echt nette Blumen bekommen. Ich weiß nur nicht, welche ich jetzt hiervon brauche. Brauchte ich die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Da. Weg damit. Weg mit dem Wasser. Ach, Leute. Gib mir doch einfach nur das neue Harry Potter Spiel. Ich habe gehofft, das wird dann angekündigt, aber wurde es nicht. Oder Lego Star Wars angekündigt, wurde es auch nicht. Schade. Ich bin traurig über die Entscheidungen. Aber im Juli will ja Xbox ihre Hauptgames dann zeigen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, Harry Potter wird dabei sein, aber ich denke, Harry Potter kommt eher auf jeder Plattform und nicht nur auf Xbox. Deswegen glaube ich nicht, dass sie dort die Bühne dann bekommen. So, das müsste jetzt erstmal hier. Ach. Oh ne, jetzt sind da oben ja 1000 Blumen noch im Weg, ne? Ja, geil. Geil. Aber den Berg, den können wir eigentlich lassen. Nur, dass wir hier dann so eine kleine Einkerbung machen. 5 habe ich gesagt, ne? Das wären ja 5. Aber ich glaube, wir müssen hier noch ganz schön rapide arbeiten. Damit wir das hier schön haben. So. 5 habe ich fast. Dann kommen hier drüber 4. Ah, ne, erst 3. Ne, 5. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. 6 sogar, okay. Markieren wir das mal hier. Na, hier. Oh Gott, da muss ich ja noch einen weiter nach links. Alles klar. Alles klar. So. Und dann 5, 4, 4. Sind es die letzten? Ja, die letzten. Okay. 1. 2 und 3 und dann nur noch 2 und dann kommt da der Aufgang hin. Okay, muss ich nochmal hier hoch. So, Leiter. Zack, 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 zack. Wir müssen die Blumen mal wegmachen. Sachen habe ich nach Hause gebracht, der habe ich, super. So. Oh, das ist jetzt hier wieder eine Arbeit, Leute. Leute, Leute. Fluss wäre, glaube ich, leichter gewesen. Da hätte ich keine Blumen wegmachen müssen, weil da, glaube ich, keine mehr sind. Hoffe ich. Sonst wäre das auch nochmal eine Aufgabe. Oh, mein Schaufel ist kaputt. Das ist nicht ganz so cool. Habe ich noch eine dabei? Nee, habe ich nicht. Ach, Mann, ey. Aber ich glaube, es hat gereicht, oder? Damit ich zumindest den Weg machen kann. So, komm her. Ach stimmt, ich wollte ja Fragen raussuchen, ne?
Ihr könnt mir auch gerne Fragen über Ask FM stellen. Link ist in der Beschreibung. Wo ist denn hier Ask FM? Boah, ich habe so viele Apps, die ich nie benutze, ja. Aber ich möchte sie eigentlich auch nicht löschen, weil falls ich sie dann nutze, dann möchte ich sie auch da haben. Hier, Ask FM. Oh, ich habe es gefunden. Hauptsache, ich habe bei Apple Store Ask FM eingegeben und was kommt als erstes? Natürlich Partnership. Okay, speichern und beenden, hallo? Super. Nee, weg damit. Okay. Dann. What? Es ist einfacher zu vergeben oder zu vergessen, Leute. Ich bin ein Typ, der vergibt eigentlich schnell. Aber eigentlich auch nicht. So ein Mischmasch bei mir, würde ich sagen. Oh, ist ganz schwer zu sagen, Leute. Wirklich. Wirklich. Aber wenn man es eh vergisst, ja, dann braucht man es ja auch nicht zu vergeben. Weil man hat es ja vergessen, weißt du? Aber wenn man jemanden vergisst, dann heißt es ja auch nicht automatisch, dass man es... Dass man denjenigen vergeben kann. Ach Gott, nee, ich meine, wenn man jemanden vergibt, dann heißt es ja nicht, dass man es auch direkt schon vergisst, ne? Irgendwie so. Irgendwie so würde ich es beantworten. Mann. Ist jetzt schon wieder hier Fragen. Wenn du eine Sache wählen müsstest, die du für den Rest deines Lebens essen müsstest, was wäre das? Oh, auf jeden Fall Pommes. Oh, Pommes. Ich könnte Pommes wirklich jeden Tag essen. Wirklich. Könnt ihr meine Freunde fragen. Ich esse gefühlt viermal die Woche Pommes. Ich könnte mich hinschmeißen. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Pommes. Wirklich. Wirklich, ey. Pommes beste Leben, ey. So. Welches brauche ich? Ich glaube, ich brauche dieses nach unten. So. Zack, hat's geklappt? Super, hat geklappt. So, dann brauchen wir hier Ecke nach oben. Hat nicht geklappt. Das war mir irgendwie wieder klar. Weißt du, das ist mir hier irgendwie immer klar gewesen. Okay, dann arbeiten wir erstmal mit den nach oben. Du kannst nach oben. Du kannst nach oben. Dann nicht. Das war schon mit nach oben, okay. Dann kommen jetzt die nach unten. Da bist du ganz weit vorne mit dabei und du auch. So. Dann kommen die Punkte nach unten, links. Für hier. Und für da. Und dann die Punkte für rechts oben. Gott, ich habe 69 Fragen, Leute. Oder? Ich weiß nicht. Ist es eine gute Idee, jung zu heiraten? Weiß ich nicht. Ich meine, keine Ahnung. Meine Eltern haben, glaube ich, mit 28 geheiratet. Glaube ich. Meine ich auch. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ist das jung? Nee, ne? 28 ist, glaube ich, ein gutes Alter, finde ich. Ja. Ach, das brauche ich gar nicht. Brauche das andere. Ah, nee, dafür muss ich erstmal den Weg da weg machen, ne? Oh, warte mal eben. Wir haben ja hier noch eine leere Fläche. Die müssen wir noch eben hier ausfüllen. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, das da erstmal wegmachen. So, weg mit dir. Oh, ihr stört hier alles, leider. Leider. Leider, leider. Kennst du noch Derek und Mira?
die Namen sagen mir sowas von gar nichts. Also denke ich mal nein. Es tut mir leid, dass ich den Namen nicht mehr kenne, aber tut mir leid, wen habe ich denn jetzt verletzt? Derek oder Mina? Mira. Sagt mir echt gar nichts. Muss ich euch kennen, ne? Keine Ahnung. Welche Musik hörst du? Zurzeit? Oh, also 2019 war auf jeden Fall Shawn Mendes und Camila mit Senorita. I love it when you call me Senorita. Oh, da hatte ich echt einen Dauerohrwurm. Ich würde sagen, März war Speechless vom Aladdin-Movie, weil da habe ich den Film dann das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, wow, amazing, Alter. Vorhin das Lied. Sonst wüsste ich es jetzt. Oh, das war nicht richtig. So, hier runter. So. Dann kommt jetzt du. Du bist dran. Ich weiß es. Also. Demi Lovato noch dieses Jahr auf jeden Fall mit I Love Me und Anyone. Fand ich auch sehr, sehr stark. Sonst fällt es aber sehr, sehr schwer aus. Wirklich, weil sonst habe ich momentan irgendwie gar nichts. Sonst höre ich momentan eigentlich wirklich nur Lieder an, die schon etwas älter sind. So ein, zwei Jahre vielleicht schon alt. Ja. Ja, das ist meine Antwort, Leute. Wir gucken mal, ob es so macht. Warte, wir müssen mal eben hier hinten checken. Okay, da ist jetzt auch so. Okay. Du kannst eigentlich auch mal anders. Nein. Ich könnte natürlich mal meine Playlist. Also Vincent Weiss höre ich immer noch gerne. Sia, ne? Mit Titanium und sowas. Charlie Puth ist, glaube ich, noch neu dazugekommen bei mir. Finde ich auch mega cool. We Don't Talk Anymore und andere Songs. ich guck gerade hier ein bisschen in meiner Playlist. Aber sonst würde ich da schon sagen, dass das so meine Selena Gomez mit Lose You to Love Me. Finde ich auch richtig gut. Alessia. Ach ja, Panic at the Disco, Into the Unknown. Und James Arthur mit Impossible. Sind schon so meine. Genau, meine Favoriten, würde ich sagen. Zurzeit. Die ändern sich auch. So alle 6 Monate vielleicht. Wenn es hochkommt. Okay, das hätten wir gemacht. Dann holen wir mal eben die Schnecke. Hier. Die Schildkröte. Okay. Hier haben wir es so. Da hatten wir drei frei. Hier haben wir schon ein bisschen mehr frei, habe ich so das Gefühl. Ja, hier haben wir fast das Doppelte. Das heißt, wir können hier eigentlich schon fast einen Dino hinstellen. So. Hä? Ach ja, stimmt. Habe ich den Brachiosaurus weggemacht? Ich hoffe schon. Sonst habe ich ein Problem, Leute. Entweder wir können hier auch einen T-Rex hinmachen. Ein T-Rex. Den habe ich jetzt aber, glaube ich, leider verkauft, oder? Können wir eben nach Hause. Ach, das Haus steht da rechts irgendwo. Nachschauen, ob ich den verkauft habe oder nicht. Sonst wäre das nämlich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Dass wir den jetzt da unten hin machen, weil da haben wir jetzt irgendwie Platz bekommen. Wieso auch immer. Wie wir das auch geschafft haben, Leute. So, Lager. Lass mal gucken. Oh, sortieren. Ich klicke gleich mal auf sortieren und gucke, was dann passiert. Okay, scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich glaube, wir haben keine Fossilien hier im Inventar. Ah, doch, hier. Hier haben wir den T-Rex-Schädel. Oh, hier haben wir auch das Hinterteil. T-Rex-Schwanz haben wir auch. Dann gucken wir mal, ob das dahin passt oder nicht.
Ich glaube, da fehlt nämlich noch ein Teil. Ich glaube schon. Ich glaube, der T-Rex besteht aus drei Teilen. Ach, dieser kleine Fluss hier noch, ne? Ein Stück Natur habe ich gelassen, Leute. Don't shame me, danke. So, dann zeig mal hierher. T-Rex Schwanz. Und och, du nicht. So, nee, du auch nicht. Du. Ja, okay, da fehlt tatsächlich noch was. Sieht aber lustig aus eigentlich. Eigentlich sieht es echt lustig aus. Ich glaube, wir machen hier doch die Schildkröte hin. Finde ich persönlich, glaube ich, cooler. Ne, das war ein zu weit. Ah, ich gucke nur eben, wie es so aussehen würde. Wenn man es jetzt hier drehen würde. Sieht schon lustig aus. Sieht lustig aus tatsächlich, ja. So, dann stellen wir jetzt hier die Schildkröte wieder hin. Ne, du nicht. Hinterteil kommt da hinten, Vorderteil. So. Hier dann das Hinterteil. Dann, so ist es halt cooler, wisst ihr? Ich meine... vielleicht machen wir es doch anders. Ne, du kommst hier hin. Dann machen wir es so seitlich. So. Passt das da durch? Ne, ne, passt glaube ich nicht durch. Das Ei ist im Weg. Komm mal her, Ei. Oh, drehen. So. Sehr schön. Dann können wir auch im Hintergrund dann ein kleines Wasserbecken hinmachen. Ja, das wäre doch gut, oder? Das wäre gut. Dann können wir hier vorne wieder Blumen hinmachen. Und hier hinter machen wir ein bisschen Wasser hin. Heißt, wir öffnen hier unser schönes Dingsybums. Ich überlege gerade. Hier kann ich nichts machen, oder? Nee, okay. Ob wir hier das so hoch machen und dann das Wasser erst hinmachen oder so lassen. Puh, schwere Frage. Wir können natürlich so machen. Wir können mal gucken, wie es aussieht, wenn wir es so machen würden. Und dann hier hinter Wasser. Bam. Oder die ganze Wand mit Wasser machen, das wäre auch was. So. Und dann gehen wir mal eben hoch. Düdüdüd, da ist nichts. Machen wir hier noch Wasser hin. Hiermit. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Alter Falter. So, wieder nach unten. So, wenn wir das so machen, dann davor die Blumen. Das könnte was werden. Ich hole mal, vielleicht hole ich jetzt andere Blumen. Ah, ich habe keine Schaufel, wir müssen eh erst eine kaufen. Eine Schaufel. Aber wir können oben schon mal das wegmachen. Wir machen erstmal das hier noch weg. Oder warte, ich muss noch mal gucken. Da sollte ja der Aufgang eigentlich hin. Dann machen wir den Aufgang vielleicht ein weiter nach hinten. Ein weiter nach hinten, das würde bedeuten, ja, Plateau-Lizenz, das kommt weg. So. Dann würden wir hier noch eins auffüllen, auf jeden Fall.
dann kommt das dahin. Und so ähnlich auch hier. Oh, nee, das wollte ich nicht. Das kommt weg. Und dann geht's hier hinten hoch. War das so richtig? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, wir müssen mal gucken, wie es dann ist mit dem Aufgang. Sonst hatte ich ja die Zäune im Hintergrund. Ich überlege noch. Ja, okay. Müssen wir dann morgen oder übermorgen mal schauen, ja? Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat alles geklappt soweit. Ich hoffe, der Ton ist wieder gut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.